Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute im Nationalpark Eifel hier unterwegs und ich habe schon ein paar Trails gefunden. Wir sind allerdings ohne Bike hier, weil meine Schulter immer noch verletzt ist vom Sturz. Ja, wir zeigen euch das Ganze heute hier, nehmen euch ein bisschen mit durch den Tag und ich warte noch auf eine Bestellung von Maciak Offroad und die werden wir dann zusammen noch unboxen. Vorausgesetzt, die kommt heute an. Viel Spaß beim Video. Kennt ihr das vielleicht auch, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und eigentlich geht ihr gerade nur zu Fuß und es hat auch gar nichts mit Mountainbiken zu tun und trotzdem seht ihr irgendwie überall Trails oder Drops oder Sprünge und eure Freundin oder eure Frau will sich vielleicht mit euch über irgendwas unterhalten und ihr redet die ganze Zeit nur vom Mountainbiken. Vielleicht kennt ihr das auch, schreibt es mal unten in die Kommentare. Sagen, ich glaube, dieser Nationalpark Eifel ist einfach unnormal groß. Also wir haben, glaube ich, nur einen Bruchteil davon bisher gesehen. Ja, überhaupt nicht weit gekommen irgendwie. Man läuft hier so Schlangenlinien. Hier sind so ein paar Bötchen, die stehen am Rand. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Trails wirklich Trails waren oder eher Wanderwege. Und ob man die überhaupt mit dem Bike befahren darf. Aber vielleicht wisst ihr ja mehr dazu. Ich werde das auf jeden Fall im Anschluss mal irgendwie googeln, um herauszufinden, was hier wirklich Sache ist. Auf jeden Fall unter der Woche mega entspannt hier. Wenig los, ein paar Wanderer und das war's. Tatsächlich haben wir da eben ein Schild gesehen, wo Mountainbike J stand. Ich glaube, es gibt tatsächlich ausgeschriebene Mountainbike-Strecken hier. Ja, wir laufen jetzt noch ein Stückchen weiter, gucken mal, was wir rundherum noch so finden. Ja, wenn es windstill ist, dann ist es echt angenehm, aber sonst ist es echt schon kalt, ey. Also Leute, ich verstehe so Karten nie, ne? Ich suche dann immer den Punkt, wo ich bin, aber irgendwie... Jo Leute, hier gibt es auf jeden Fall tatsächlich eine ganze Passage voll mit Trails, auch extra ausgeschildert. Und da hier über eh nichts los ist, laufen wir jetzt einfach mal zu Fuß hier hoch, gucken uns das mal an. Ist entspannt, eher flowig, paar Wurzelpassagen, paar Mini-Drops, aber echt eher trailmäßig. Ich habe noch keinen einzigen Sprung gesehen. Ist auf jeden Fall cool, dass es das gibt, dass es ausgeschildert ist. Ach Gott, so anstrengend hier hoch. Ich glaube auch, wenn du hier bist und wieder hoch willst, um die nächste Abfahrt zu machen, kannst du halt ohne E-Bike einfach knicken. Also ich würde das nicht. Ja, wenn es ein paar coole Passagen gibt hier, zeige ich dir euch jetzt gleich auf der Kamera. Ansonsten machen wir jetzt hier Aufstieg. So Leute, also da oben geht es noch mehr zu noch mehr Trails. Aber kein Bock mehr so steil zu gehen. Übelst am Arsch schon. Gar keine Ausdauer mehr. Ich brauche irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, dass der ganze Lockdown, dass ich nicht so viel Fitness machen kann und so, dass das echt, keine Ahnung, an irgendwas läuft falsch in meinem Körper. Weil es war echt unnormal anstrengend gerade hoch und ich hatte nicht mal das Fahrrad dabei. Normalerweise schiebe ich das Fahrrad ja noch mit hoch. Aber wie es aussieht, gibt es hier in dem Eifel Naturschutzpark, Nationalpark noch einige Trails, die man sich angucken kann. Ausgeschildert extra für Mountainbiker, das heißt, ihr kriegt da keinen auf den Sack, wenn ihr da mit dem Bike langfahrt. So Leute, wir sind jetzt hier am Aussichtspunkt und jetzt da gleich da hinten müsste irgendwo der Parkplatz sein. Das heißt, wir haben es jetzt geschafft und ja, wir machen es jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich muss gleich auf meinem Handy checken, ob vielleicht mein DHL-Paket endlich angekommen ist. Weil ich will euch ja unbedingt noch zeigen, was ich bei Maciak bestellt habe. Und ja, die Trails auf jeden Fall eigentlich cool zu fahren hier, aber der Aufstieg ist halt krass. Also wenn man ganz oben parkt, dann geht das Ganze, aber dann machst du eine Abfahrt und wenn du kein E-Bike hast, so wie ich, dann bleibt das wahrscheinlich bei der einen Abfahrt. Nichtsdestotrotz, coole Location. Ihr seht selber, wie das Ganze hier aussieht. Ja, wir werden sehen, ob das Paket angekommen ist. Ich checke jetzt gleich schon mein DHL-Sendeverfolgungsding. Und oh, ich habe so Muskelkater in den Beinen, Leute. Unglaublich, unbelievable. Bis später.
Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück. Meine Beine sind übrigens unnormal tot. Und jetzt machen wir das Unboxing von meiner Bestellung. Und wer mein letztes Video gesehen hat, wird Bescheid wissen, warum diese Bestellung. Und zwar gibt es ein paar Protektoren. So, das ist erstmal das kleine Paket hier. Übrigens mega cool, es gab eine Ostereier-Suchaktion und da gab es dann immer Sachen umsonst. Deswegen habe ich hier noch so einen Makoff-Reiniger for free bekommen. Und das aber eigentlich bestellt, beziehungsweise meine Freundin hat das bestellt. Das ist so ja, mein Geburtstagsgeschenk sozusagen, weil ich Ende des Monats Geburtstag habe. Ja genau, damit wenn er nochmal hinfällt, er sich dann nicht mehr so verletzt. Dachte ich, das wäre ein gutes Geschenk und das kriegt er jetzt natürlich auch schon früher. Also, wir haben die Fox Ellbogenprotektoren. Die sind aus diesem Stoff, der hart wird bei Aufprall. Die in Größe L genommen. Hatte die auch vorher schon mal bei einem Kollegen anprobiert, der die schon hatte. Deswegen war das einfach super easy und ich wusste, okay, das passt und man kann sich gut drin bewegen. Weil ich hätte eigentlich viel lieber in einem Store die Sachen anprobiert, weil ich nicht genau weiß, okay, wie passt das zusammen, passt das auf meinen Körper und fühlt sich das gut an. Deswegen war ich dankbar, dass ich die anprobieren konnte. Jetzt kommen wir zum großen Paket. So, kommen wir zum großen Paket. Ich habe nochmal ein neues Jersey mitbestellt. Und da können wir gleich mal genau angucken, ob auch wirklich unter so ein Jersey dann der Panzer passt. Weil ich habe mir diesen Brustpanzer hier bestellt. Und ja, ich bin richtig gespannt, wie der sich anfühlt. Ob er passt, das ist auch super, super wichtig. Ich hätte gerne eigentlich einen anderen gehabt, aber der war einfach nicht mehr verfügbar. Und der hier hatte gute Bewertungen und deswegen habe ich mir den gegönnt und ich würde sagen, wir probieren den mal zusammen an. Sonst noch was? Ach ja, und das andere Osterei. Ein Chain Cleaner von Makoff. Kann ja auch nicht schaden. Yes, ich würde sagen, ich probiere auf jeden Fall mal diesen Brustpanzer an, weil ich den noch nie anprobiert habe. Und gucke dann, ob so ein Jersey drüber passt. Und dann seht ihr das auch mal, wie das aussieht. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt, glaube ich, ist eine Anleitung, wie man dann den Nackenschutz anbringt. Den brauche ich übrigens auch noch. So, und dann sieht ja ultra klein aus eigentlich, aber das ist ML. Und dadurch legt man das, oh, das ist die Folie schon abgegangen, einfach hier drüber. Und dann fest. Nee, so von der Größe her würde ich safe sagen. Mehr dürfte da nicht passieren. Boah, verhart. Und Rücken. Ja, ich hätte ein bisschen weiter nach unten gehen können noch, von meinem Kiel her, aber eigentlich. Also hier ist meine Lendenwirbelsäule zu Ende. Das heißt, eigentlich sitzt er schon da, wo er sein soll, glaube ich. Hauptsache übertrieben viel Papier da drin. Das passt easy. Man sieht gar nichts, oder? Yes, Leute. Das war's. Vielen Dank, wenn ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, ein bisschen Inspiration, was hier so Bestellungen angeht und auch so ein kleines Feedback. Der ist übrigens von Alpine Star, der Panzer. Und ich glaube, der war runtergesetzt, glaube ich 30% Rabatt oder so, und hat 127 € gekostet.
Die Fox Ellbogenprotektoren, da gibt es schon günstigere, aber die waren halt einfach super angenehm beweglich und haben nicht gestört, deswegen habe ich mich für die entschieden. Ich glaube, die haben sich so um die 50 Euro belaufen, aber ich glaube, an Sicherheit sollte man auch nicht unbedingt sparen, gerade nach meinem letzten Sturz. Fühle ich mich, glaube ich, einfach besser, wenn ich so ein bisschen mehr geschützt bin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da und wir sehen uns jede Woche in mindestens 2 neuen Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao.